So, hallo, wir machen weiter. Bei Kaizo Kindergarten, uns fehlt noch hier eine Yoshi-Coin, aber ich möchte erstmal das Glitch-Level anschauen und schauen, ob danach noch ein Level kommt, weil sonst bin ich etwas überfragt, wo die letzte Yoshi-Coin sein soll. Aber ich denke, es wird noch was kommen. Wir werden sehen. Common Glitches you should know. Mal gucken, was so kommt. Ich bin gespannt. Potential for Cheese. Also, was es gibt, ist zum Beispiel, dass Yoshi Springbots ist, dass Yoshi Peaswitches verdoppelt und lauter solche Geschichten. Das mit Yoshi kann man ganz viel glitchen. Diese ganzen durch die Ecke gehen und so weiter gibt es. Schauen wir mal, was alles kommt, was alles eingebaut hat. Ich hoffe, nichts allzu Schlimmes. Natürlich Kamera-Switches auch, ja. Ach ja, Double Grab habe ich vorhin schon gesagt bei den Item-Geschichten. Ja, Double Grab ist easy. Solange man es nicht mit einer Shell machen muss oder sowas. Ach ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein Glitch. Das ist eigentlich wahrscheinlich voll das gute Level, um Glitches einfach so wirklich vorzustellen. Auch so als Videoform. Boah, das ist... das kenne ich noch nicht. This is easiest done when underwater. To do this hold... runter plus rechts. Oh mein Gott. Cool, Yoshi ist durch. Ich nicht. Das habe ich, glaube ich, so noch nicht gemacht, oder? Ich kenne es zumindest nicht. Nice. Wow. Das kannte ich noch nicht. Ja, da ist mein Glitchy. Ja, also man isst das Springboard. Habe ich, glaube ich, schon mal demonstriert, ne? Man isst das Springboard, während man draufläuft. Dafür muss man sich erstmal so stellen, dass die Zunge drüber geht. Und dann isst man es in dem Moment. Nein! Manchmal, wenn man den richtig dupliziert oder falsch dupliziert, kommt ein Fisch raus. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist das hier disabled. Das könnte sein. Kein Fisch. Ja, das ist natürlich auch richtig einfach, indem man den einfach mitnimmt durch die Röhre. Hat mir ihn dupliziert. Ist das meine Reset-Röhre, oder? Das ist meine Reset-Röhre-Tür, falls nicht geklappt hat, ne? Nicht, dass das die jetzt zu einer Yoshi-Coin führt. Nein, okay. Das wäre auch ein bisschen frech gewesen. Aber er ist ja nun mal leider frech, der Panga. Aber bis auf der Entfernung kriege ich es, glaube ich, nicht durchgenommen. Nee, der geht kaputt vorher.
kennen wir schon. Easy. Mist, ich hab da, ich hab dich, es wird wohl doch das sein. Oh, verdammt, muss ich das echt schaffen? Geht das? Das wird verdammt knapp. Ob das geht? Das geht doch nicht. Aber wo? Ich könnte mir vorstellen, dass hier, ne, hier mit dem P-Switch eine Tür auftaucht. Aber in dem Moment ist es der gleiche Screen. Das kann ja gar nicht sein. Ja, okay, es kommt. Es kommt noch ein Exam. Oh mein Gott. So, aber wo ist denn hier jetzt meine Yoshi-Coin? Ich würde fast auf irgendwas mit P-Switch tippen. Meine hier... Oh, warte mal. Warte mal, hier könnte auch was sein. Alles klar. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir hier noch suchen. Das war ein sehr unangenehmes Level und ich werde gleich wieder fluchen. Ich hoffe, dass es irgendwo echt weit am Anfang ist. Aber hier? Oh, bitte da drüben. Oh, yes! Oh, danke. Oh, danke. Oh, Himmel. Oh, Himmel. Okay. Alles klar. So. Ich will gar nichts. Ich will es gar nicht wissen. Ich meine, die Musik ist gut, I guess. Wieso bin ich jetzt gedanklich nach links gegangen? Ah, weil ich den Rob gesehen habe. Deswegen. Ich habe mich gerade gewundert. Irgendwas hat mich nach links gezogen. Aber ich wusste plötzlich nicht mehr, was es war. Aber es war das Rob. Dann ist da meine Yoshi-Coin. Sehr gut. Finde ich gut, dass wir das gleich klären. Haben wir die 41 zusammen. Perfekt. Und dann können wir den nächsten Part uns die krassen Level angucken. Das eine haben wir ja schon gesagt. Ich weiß nicht, wie es an deiner Stelle weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Das werde ich nicht hinkriegen. Ich werde halt alles so weit spielen, wie ich Lust habe. Ich muss ja nicht mehr spielen. Ne? Und ich werde jetzt nicht mich hier quälen, wenn es nicht sein muss. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht, dass das nicht reicht. Wie hoch ist denn dieses Rope? Bisschen höher als die Stacheln. Zwei höher. Ja, moin. Ach, jetzt. Das nervt mich schon wieder hier. So. Wurscht.
Danke. Wow. Und damit haben wir sie alle. Tschüss. So. Gucken wir uns mal, wie lang der Raum ist. Ich meine, zwei Räume heißt ja nichts. Die können ja auch sehr lang sein. Bleibt der hier oder haut der ab? Das wird schlecht. Ah, der fällt da runter. Ja, tschüss. Komm, wir stehen da jetzt mal ein bisschen rum. Yo, das wird echt knapp, ne? Muss ich direkt rüber? Oder habe ich einen Cycle-Zeit? Oh mein Gott, das nervt mich. Ich glaube, ich habe keine Cycle-Zeit, weil der läuft ja echt sofort runter. Das, ja, der läuft sofort runter. Das ist das Schlimme an solchen Leveln. Man weiß einfach nicht, ob es passt oder ob es nicht passt. Dann muss ich aber wieder drüben landen. Boah, ist das eklig. So in etwa. Und jetzt noch ein Gut. Ja, und dann noch richtig landen. Schon. Ah, Mann, auf der rechten Seite. Nein, fast. Glaube ich. Ich müsste eigentlich nicht mit dem Spinjump auch abspringen. Ne? Vielleicht geht es mit dem anderen Sprung dann leichter. Weiß es nicht. Ja, es könnte leichter sein. Puh. Immer noch. Hätte jetzt nicht mehr gepasst vom Dings her. Hä, geht das gar nicht? Muss ich... Kann ich gar nicht da drauf bleiben? War das ein Irrtum? Vielleicht soll ich das erstmal kurz testen. Ach so! Ich kann da gar nicht drauf stehen bleiben. Das heißt, ich muss sofort wieder runter dann. Alles klar. Ja, das habe ich dann falsch verstanden.
Siehst du, ich dachte, das reicht, dass ich da drauf stehen bleiben kann an der einen Ecke. Gut, wenn man sowas testet, ne? Ups. Oh nein, jetzt muss ich wieder zurückwechseln. Oh, man kommt hier nicht zur Ruhe. Ich wollte gerade sagen, komme ich jetzt zur Ruhe? Ja, ja, komme ich. Okay, weil die Säge wieder kommt. Uff. What? Oh nee. Weg. Oh Mama. Nee, zu langsam. Oh nein, die muss weiter. Die muss... Ah, die muss weiter, die Säge. Verstanden. Scheiße. Gott, ist das ekelhaft. Okay, der passt. Oh, ist das ekelhaft. Wait, genau, wofür brauche ich überhaupt den Block? Nur mal so. Mal gucken, wie das weitergeht ohne Block. Wahrscheinlich muss ich nachher dann irgendwas damit aufmachen oder so. Aber wie lange soll ich den denn behalten? Der geht ja auch irgendwann kaputt. Muss ich den da über den Quatsch da auch noch mitnehmen, ja? Ich glaube, ich mache gleich die Slow-Mo an. Das regt mich auf. Wenn ich das auch noch mit dem Block machen muss, mache ich echt die Slow-Mo an. Scheißegal, ob das lame ist. Das will ich nicht. Ohne Block probiere ich es mal, um zu gucken, was da alles noch so kommt. Aber wenn ich den Block brauche, würde ich meinen, klar muss ich ihn brauchen. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann aber auch mit dem Block da hochspringen. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Dafür muss ich ihn eigentlich nicht. Ja, das stimmt natürlich. Ich muss ihn ja nicht hochwerfen. Dann kann ich auch gleich mitnehmen.
Water State. Schlechte Musikwahl. Oh Gott. Oh, die Stelle ist ja super zum Laden, echt. Okay. Geht er dann doch ohne Slow-Mo. Aber nicht ohne Safe State. Holy moly. Problem ist, ich habe die Zeit eigentlich nicht, um den rechtzeitig zu fangen. Höchstens so. Ja, irgendwie so. Wenn ich ihn erst da hochwerfe, ist es zu spät. Alter! Na klar, geht er wieder zur falschen Richtung, logisch. Alter, ich rast gleich aus hier wieder. Boah, ist das eine Hilfe, Gott, die Stelle, ne? Auszeit. Ei. Und weiter. Tschüss. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut.
Ja, aber hä? Ach so, verstanden. So, da kommt jetzt Yoshi runter. Da kommt ein Fisch. Den brauche ich aber wie? Ah, okay. So. Ich muss hier... Ne, ich muss den nutzen. Der muss in die Richtung hüpfen. Okay. Ah. Das ist jetzt nicht so gut. Wer soll das denn am Stück alles bitte spielen? Holy was? Alter, aber immerhin kein Troll am Ende. Boah. Das ist ein Raum. Wir machen weiter mit dann auf Zeug. Ja, cool. Großer Fan. Die brauche ich wohl. Ich kann Timing übrigens. Hä, okay, ich brauche die nicht anscheinend. Kann ich die überhaupt nicht mitnehmen? Egal, zu welcher Seite sie fällt, ich krieg sie nicht. Doch. Aber meint, hätte mich jetzt auch gewundert. Ach du... Schande! Wieso läuft er denn auch gerade so schnell dahin, ne? Wut! Boah, hier ist alles furchtbar gebaut. Das gibt's doch nicht.
Nee, ich muss dann wieder zurückwechseln und dann muss ich hier mit der Säge weiter die ganze... Oh, nee! Boah! Es regt mich auf. Oh, es regt mich auf. Ich weiß halt nicht, wie ich da... so hin und her wechseln kann, dass das alles dann passt. So schnell. Das hat mir keiner beigebracht. Das ist wie ein Staatsexamen in der Uni. Ist echt... ne? Du machst die einfachen Sachen in der Vorlesung und im Staatsexamen plötzlich haut dir der Staat irgendeinen Scheiß hin. Gott. Ich krieg's nicht hin. Wie mache ich denn das zeitlich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das zeitlich funktionieren soll. Bei 3 Stück. Nee, ich drück noch so bald wieder hin, aber ich komme nicht, ich spring halt nicht rüber. Ich kann nicht noch viel schneller. Gott, nee, ich hau dich, ich hab die Schnauze. Nein. Nein, bevor ich hier wieder rumschimpfe. Nein. Es tut mir nicht gut. So. Ist mir völlig egal. Huch. Hab ich irgendwas vergessen? Oh. Nee, bevor ich hier bei diesem Quatsch aggressiv werde, mache ich es lieber so. Und jetzt muss ich dabei noch schnell genug... Oh Gott. Ja klar. Hab ja sonst nichts zu tun. Dann hinterher. Nee, 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 Freunde. Das ist mir zu viel. Es ist ja selbst mit Slow-Mo schon wieder richtig knapp. Mein, schaut euch das bitte an. Vielleicht mache ich auch irgendwas fundamental falsch. Das kann natürlich sein. Ach so, ich muss nicht... Ah, verstanden. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja da einen Spin-Jump vom Rope machen, aber das ist Quatsch. Vom Rope muss ich keinen Spin-Jump machen, weil ich ja mit Glück es schaffe, hier den zu drücken und dann kann ich von hier aus einen Spin-Jump. Okay, dann gehen wir wieder zurück in die normale Geschwindigkeit und gucken mal, was kommt. Aber die Stelle... Nee. Nee. Wenn es so wahnsinnig knapp ist, das regt mich wahnsinnig auf. Ich krieg dabei sowas. Krieg echt Herzrasen. Und ich sehe es garantiert nicht ein, mir von so einem dummen Spiel Laune verderben zu lassen, weil es ist nun mal nur ein Spiel. So. Huh. Gottes Willen. 8. 8 mal hin und her, oder was? Wahrscheinlich.
Eins. Ach so. Ja, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da kommt dann tatsächlich die Shell. Okay. Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber ich glaube, sie fällt dann ja. Ja, sie fällt bei der 8. Also den letzten Sprung mache ich, glaube ich, nicht mehr. Ein, aha. 1, 2, 3, 4, 5. Na, zu bald. 1, 2, 3, 4. Gott. 1, 2. Ah, Mist. Ich möchte aber jetzt erstmal kurz gucken, wie es weitergeht. Ich sagte, ich möchte gucken, wie es weitergeht. Achso, einfach einen Shell Jump ansetzen, okay. Also, kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum ich jetzt ein State gesetzt habe, weiß ich nicht, aber er funktioniert. Oh nein, ich bin doof. Never mind. Nicht hochwerfen, rüber. Da ist bestimmt irgendwo ein Block in der Luft. Ja, wir werden es nicht rausfinden. Nein. Das darf nicht passieren. So nicht. Mache ich das richtig? Ja, jetzt. Ah! Ah, ich hatte es drauf. Gott. Mist. Mist. Das gibt's doch nicht. Nein! Kommt er nicht schnell genug ran, ne? Huch. Das klappt ja noch, aber das da klappt nicht mehr. Muss ich da irgendwie... So schnell komme ich doch gar nicht runter. Hä? Na, so geht's ja nicht, so reicht's ja nicht. Ah, verstanden. Ah, oder auch nicht. Okay. Oh Gott, oh Gott. Wenn man jetzt ohne Stage spielen würde, wäre das ein echt ärgerlicher Tod gewesen. Ne? So war es halt einfach nur ein dummer Tod. Jo, was? Ja, das war falsch. Aber ich soll schon hier Shelljumps machen, ne? Sonst... Hä?
Weil so kann es ja nicht funktionieren. Hä? Aber auch die verstehe ich nicht. Also weder so verstehe ich das. Oh nein, wirklich? Das könnte gehen. Okay, okay, okay. Das ist der Moment. Dem ich Aggressionspotenzial vorbeuge. Eieiei. Ja, schon verstanden. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Ist okay. Bruder. Ich will ja auch gar nicht wissen, was mich alles in dem First Grade Zeug noch erwartet. Was da noch alles auf mich zukommt. Puh. Was? Ah, verstanden. Oh Gott, oh Gott. Aber da werde ich zumindest immer nur so weit spielen, bis ich echt die Lust verliere. Wer da mehr sehen will, möge sich den Hack selber holen und es spielen. Viel Spaß. So. Gott. Kein Fan von der Uhrzeit übrigens. Schon wieder dreiviertel Stunde rum. Okay, wir werden das ohne Zwischenstate nicht schaffen. Und dann versaue ich ihn natürlich sofort. Cool, alles klar, super. Hihi, haben wir alle gelacht. Passt der? Nicht sicher. Schwierig. Ich glaube, der ist ein bisschen ungünstig, weil ich die Shell doch... Nein, der passt sogar. Aber jetzt habe ich ein Problem, nämlich das Problem, dass der da nicht gegenknallt. Mist. Wenn ich den jetzt erst loslasse. Ah nein, jetzt habe ich den Timing hier verhauen. Weil jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Ja, das war's halt. Das war's dann, komplett. Ja, komme ich halt nicht mehr hin. Nützt mir halt nichts. Scheiße. Nee, da komme ich nicht hin.
kann ich den variieren? Nein. Kann ich den variieren? Nein. Der ist auch Quatsch. Toll. Dann stehen wir wieder hier. Cool. Das war schlecht. Hört doch auf zu springen, wenn ich lade. Gott. Nein! Okay, der ist gut. Das ist der perfekte State. Wow. Okay, ich würde dann an der Stelle wieder versuchen, zurückzuwechseln. Mal gucken, ob ich den nächsten Teil eher überlebe, ohne durchzudrehen. Hä? Wait. Wait, what? Oh boy. Ich muss aber ganz schön hin und her, aber das haut doch zeitlich gar nicht hin. Achso, ich muss ihn da drüben wieder einfangen, ne? Hä, aber dann ist die rote. Hä? Soll das gehen? So irgendwie. Und dann ist... Aber dann ist der... Hä? Ach so, und mit der befreie ich ihn dann wieder. Ja, dann kommt sie da raus. Und dann mache ich hier rüber. Okay. Meine Güte. Immer wenn ich es treffe, geht es in die falsche Richtung. Es gibt's auch nicht. Und dann, wenn ich es nicht treffe, wird es wahrscheinlich passen. Nice. Okay. Fast. Das muss jetzt noch richtig getimed werden. Aber wie time ich das denn jetzt vernünftig? Das passt überhaupt nicht. So ungefähr. Oh mein Gott. Ich wette, da ist noch irgendein Block in der Luft, der mir ins Gesicht springen will. Willkommen der Sache.
näher, wie ich immer so schön sage. Immerhin treffen wir es schon mal jetzt. Noch ein bisschen später. Hä? Verstanden. Natürlich, ich sag das in Blöcke. Ich sage das in Blöcke. Mein Gott. Oh, er ist so gemein, ne? Die Frage ist jetzt aber, wo sind keine? Ja, und jetzt kommt nämlich mit Two-Player-Mode. Da kommt der Hinweis. Es ist so gemein, ne? Es ist so gemein einfach. So, was macht dieser Stern da jetzt? Der bringt mich höchstens an den Anfang zurück, nehme ich an. Assessment Selection. This level lets you enter any assessment in the hack. Warum? Man kann doch auch so hinlaufen. Und wie komme ich hier wieder raus? Ach so. Gut. Dann, nächstes Mal. Ich würde gerne das Ganze in einem Wisch machen. Uns fehlt noch dieses Level, uns fehlt dieses Level, uns fehlt dieses Level und uns fehlt das hier. Ich würde mir gerne einfach alle vier Stück einmal anschauen. Ist das für euch okay? Ich hoffe ja. Wir werden sehen, wie die Level aussehen. Ich werde es einfach mir gerne nur mal angucken. Ich glaube nicht, dass wir sie komplett spielen werden, weil es wahrscheinlich echt krasses Zeug sein wird. Aber wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten. Und das letzte Mal haben wir den Mario-Teil praktisch abgeschlossen und haben jetzt hier halt noch vier Türen vor uns. Ich hoffe, dass ich sie in einem Part abgehandelt bekomme, aber vielleicht, keine Ahnung, wenn es auch mehr Parts, wir werden sehen. Ich möchte mir eigentlich die Level nur kurz angucken, tatsächlich. So wirklich durchspielen habe ich jetzt, vor allem nach dem hier, nicht mehr so wirklich Lust. Wir werden sehen, wie es läuft. Also, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich da jetzt nicht allzu motiviert rangehe. Let's go. Ich nehme an, wir haben einen Double Jump. Der geht nicht über L oder R. Oh mein Gott, der geht über L oder R. Warum? Warum?
Oh, das ist doch mir das Unangenehmste, wie man einen Double Jump machen kann. Oh, warum? Ja. Vor allem, weil ich so blöd bin und den Safe State jetzt mit dem Double Jump verwechsel. Mein Gott. Wer macht denn auf L und R einen Double Jump? Warum? Welche Idee steckt denn da dahinter? Das ist doch totaler Quatsch. Was ich hier mache, ist auch totaler Quatsch. Ich kann es ja so machen. Oh je, das ist schlecht getimed gerade. Aber es geht noch. Wait, hä? Jetzt hab ich's verstanden. Aber es spielt sich super unangenehm. Warum ist denn L und R? Verstehe ich nicht. Oh, da komme ich nicht durch, oder was? Hallo? Achso, das geht kein zweites Mal. Gottes Willen. Was ist das jetzt hier für ein Spaß? Ach, ich kann ja nicht mit... Es ist so komisch mit... Ich will mit einem normalen Sprungdoppel springen. Es ist super komisch. Ich check's auch gerade gar nicht, was ich hier tun soll. Wird das jetzt anders lösen? Geht nicht mehr. Oh, warte. Ha! Auf die Art und Weise könnte ich vielleicht sogar die Schirme nehmen, oder? So, lass mich in Ruhe. Okay. Nein! Ah, Mann! Aber die Shell scheint einfach nur für den Absprung hier zu sein. Das heißt, ich wake es praktisch gerade. Ist aber okay. Damit kann ich leben. So.
Oh, wait. Ah. Es reicht nicht. Wenn ich den hier schon, dann muss ich... Nein, das reicht nicht. Wie ist die Reihenfolge richtig? Hier gegenspringen und dann... Aber dann komme ich da nicht mehr hin. Aber so komme ich da nicht mehr hin. So würde ich beides aufkriegen, aber schaffe den Sprung dafür nicht. Ich schaffe den Sprung halt nicht. Ja, das reicht dann nicht mehr. Aber wenn ich den nicht so aufmache, kriege ich den anderen nicht auf. Hä? Seht ihr, was ich sehe? Oder brauche ich nochmal einen Block? Das hat recht keinen Sinn. Na, hier, da kommt nochmal ein Block. Nur mal zum Gucken. Wie soll denn die Säge hier? Das verstehe ich nicht. Was soll ich denn den dann aufmachen? Da ist dann wahrscheinlich die Tür über den nächsten Raum. Okay, ich habe hiervon erstmal genug gesehen. Ah, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. So, das ist jetzt hier mein Slot 60. Aber der ist schlecht. Warte, ich mache den mal wieder zurück auf den blauen Stein. So. So, dann gehen wir in den Slot 61 und schauen uns da den nächsten Raum an. Jumpman. Ach nee. Ach, deswegen ist da keine Tür. Das geht einfach alles kaputt, egal was... Und dann wechselt er auch noch zwischen Dings und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da haut er einfach ab, stimmt ja. Da geht er gar nicht. Hilfe. Geht das denn überhaupt noch hier? Ja.
Ja, okay. Uff. Deswegen steht da eine 3. Dreimal hin und her hier. Und dann wieder Abflug. Go, der Welt. Ah, da muss ich... muss ja am Spinjump bleiben. Der wechselt mich zurück. Deine Mama. What? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Panga ist so ein Monster, ne? Genug gesehen. Nee. Nee, Freunde. So, was haben wir hier? Nein. Nein, 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 nein. Ich habe die nicht verdient. Ach so. Ja, gut. Das sind keine Level mehr. Das sind keine Level mehr, ja, gut. Was machen wir denn jetzt? Ich habe ehrlich gesagt also auf die zwei Sachen da... Der Double Jump ist furchtbar. Das könnte man vielleicht spielen, wenn das spielbar wäre. Aber das mit LR ist es furchtbar. Und das ist ein schreckliches Gimmick. Oh, was machen wir denn jetzt? Weiß ich, machen wir halt mal einen kürzeren Part. Haut ihr mich dann komplett kaputt? Hm. Ja, hm, genau. Nein, ich hänge es an den anderen Part ran. Also darauf auf die zwei, das. Nee. 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 Nee, ich möchte nicht. Auch nicht in Slow-Mo, ich möchte einfach nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden mit Quickie World 2 weitermachen. Und für Leute, die wirklich Kaizo lernen wollen und da auch echt den Ehrgeiz haben, ist der Hack hier, denke ich, sehr, sehr gut geeignet. Ich habe den Ehrgeiz nicht, aber es kommt sehr viel vor, was man auf jeden Fall dafür dann beherrschen muss. Und wenn man das dann wirklich beherrscht und perfektioniert, was man hier lernt, da
kommt man ganz gut durch Kaiserlevel durch, glaube ich. Also, das ist schon nicht verkehrt. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Ertragen meiner Laune. Uff. Und tschüss.